go. Paul Nüß. Ja. Ja, Paul, welche seltene Gelegenheit, du in Berlin zu Besuch bei uns. Sehr selten. Ja, wir hatten ja gerade eine kleine Wette, und zwar haben wir gesagt, wer hier der schnellere Kraftwagenfahrer ist, der darf den anderen interviewen. Und ich bin der schnellere, das heißt, wir haben jetzt 5 Minuten mit Paul von Nüß. Pornös. Man ist so ein bisschen immer an pompös. Ach ja, okay. Man muss ja direkt fragen, es ist ja, wie bist du denn auf den Namen eigentlich gekommen? Das war eine Werbeagentur, die darauf gekommen ist, die das Konzept erstellt hat. Und ja, da gab es verschiedene Beispiele. Und da hast du dir eins rausgesucht. Genau. Also das ist natürlich auch praktisch. Und natürlich war es von dem sicherlich angelegt an pompös, ja. Sehr schön, sehr schön. Wie lange bist du jetzt unter diesem Namen bekannt? Also diese Pommes-Sache gibt es jetzt seit 1,5 Jahren. Mhm. Und den Paul Pommes, den gibt es jetzt eigentlich nur so seit 3-4 Monaten gibt es den. Alles klar, alles klar. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Oh, Junge, 38. Ja. 38, sehr schön. Also hast du dich sozusagen in deinem Berufsleben, bist du jetzt nochmal umgezwitscht? Ein klein bisschen. Ein klein bisschen. Denn man kennt dich ja von Facebook und Co. Kennt man dich ja als den Mann mit den Dosen. Genau. Genau. Hast du denn so eine Dose mal da? Was machst du denn da eigentlich? Ja, ich habe eine dabei. Hast du eine Dose? Ach, der Barney hat eine. Ja, der Barney hat eine. Ja, gib doch mal eine. Die Power von Nüß. Ja, also die ursprüngliche Idee war eigentlich, Geschenkartikel irgendwo in so eine Dose zu packen. Und dann sind wir einfach auf Erotikartikel gekommen. Und ja, da gibt es jetzt bisher 4 verschiedene Versionen. Das ist jetzt eine Version. Das ist jetzt die Black Edition. Die Black Edition, ja, die beliebteste. Die beliebteste ist eigentlich die Lady Edition, aber die habe ich dir ja als Geschenk mitgebracht. Ja, stimmt, ja. Und als Lady Edition mit dem Vibrator wäre vielleicht für dich jetzt ein bisschen uninteressant gewesen. Wahrscheinlich, aber vielleicht für meine Spielkameradinnen, wenn ich die gelegentlich hier habe. Aber ja, sehr schön auf jeden Fall. Und dann habe ich gesehen, da macht man das hier oben auf und da muss man das ja auch ganz klassisch wie so eine Dose öffnen. Genau. Genau. Und dann sind da irgendwelche Sachen drin. Genau, ja. So, hören wir mal an. Ja, mal. Oh, was ist das hier? Das ist ein Pülverchen, ein Energiestoß, der den Mann vielleicht zu ungeatmet. Der ist aber zugelassen, ja? Natürlich, natürlich. Alles seriös. So, packen wir mal hier rein. Kannst du gleich einen Puls aufnehmen danach? Warte noch. Packen wir alles hier rein. Was haben wir hier noch? Ah, das kennt man natürlich. Natürlich. Flutschi. Selbstklärend. Deine Auge, wichtig. Schutz, wichtig. Genau. So, packen wir auch nochmal rein. So, und dann haben wir hier nochmal. Ah, ja. Dann haben wir hier Würfel. Zwei Liebeswürfel für das partnerschaftliche Spiel, wo der eine Partner dem anderen einen Wunsch in Form dieser Würfel, was da draufsteht. Genau. Können wir heute abends gleich mal ausprobieren. Was ist denn zum Beispiel Tico? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Hast du noch nicht mit der eigenen Frau gespielt? Nee, ich darf nicht. Also auch. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Ja, komm doch mal rüber. Aber es fehlt ja noch eine Sache, die du schon rausgenommen hast, gell? Was? Den Ring. Stimmt, den Ring. Aber. Ich wäre ja nicht in diesem Stil, wenn ich nicht den Ring bei hätte. Ja, hier ist er. Ja. Da. Dieser Ring ist zur inneren oder äußeren Massage? Zur inneren. Ich würde mal. Zur inneren Massage der Spiegelpärchen. Und ja, das sind sie jetzt hier. Die ganzen Sachen sozusagen. Einmal eine Geschenketee. Wunderbar. So, simsalasim, simsalabim. Fertig. Ja, Paul. Coole Sache auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch schon gesehen, diese Dosen sozusagen. Das ist sozusagen den Standbein jetzt. Genau. Und jetzt haben wir aber auch schon wieder gesehen, du machst ja auch neuerdings mit kleinen, zierlichen, niedlichen Tangas. Genau. Ich habe ganz kurzfristig in Form eines Projektes, das eigentlich auch mit den Dosen stattfinden hätte sollen, die Distribution für Deutschland für Monsterdam übernommen. Das ist ein Unterwäschehersteller aus den USA bzw. Mexiko, die alles ein bisschen im Tattoo-Style machen. Und ja. Also hier so wie Mr. Hart. In der Art und Weise, ja. Genau. Ja.
Aber viel, viel, viel schöner. Ich habe ja schon. Haben wir nicht noch einen Flyer da irgendwo? Hast du nicht noch einen Flyer? Ja. Ja, dann ist mal her hier. Genau, hier haben wir die Flyer. Ja, das sind hier solche Teilchen. Und der Verkaufsstart, hoffe ich, dass der diesen Monat noch klappt. Es ist so, die Ware ist im Moment im mexikanischen Zoll noch. Aber ich bin bester Dinge, dass wir diesen Monat noch anfangen können. Ja, da sind wir natürlich auch voller Hoffnung. Denn wir wollen ja diese kleinen, hübschen Accessoires an unseren hübschen Damen natürlich auch bald mal sehen. Werdet ihr auch wahrscheinlich die Möglichkeit haben, über meine Livecam-Show auf Panorado TV, das wisst ihr ja bereits. Und ja, also ich merke schon, ein großer Mann mit einer verspielten Ziel oder mit einem verspielten Geschäftssinn. Genau. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Was wirst du heute noch machen? Wo geht's noch hin? Du bist ja nicht nur so in Berlin, um es zu suchen. Das war jetzt so ein kurzer Rundumschlag. Ich werde mich heute noch mit dem Karin Kempe, beziehungsweise auch mit dem Tim Kenzberg treffen. Da geht es auch, um diese Unterwäschesache. Dann werde ich mich noch mit einer Darstellerin treffen und dann war es das für heute dann schon. Dann geht es morgen noch mit einer privaten Sache weiter und am Dienstagmorgen bin ich pünktlich wieder zu Hause. Nicht schlecht. Also da hast du noch ziemlich viel Programm. Ja. Ich würde sagen, halten wir uns ran. Revanche, die letzte Revanche. Ja, so, der Barney gibt uns das Zeichen. Ich habe hier die Paul-Paul-Rösdose. Ja, das ist sowieso. Barney zählt an. Go, go, go!